Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Grain Skies zu einem schockierten Adrena. Was ist passiert? Ich habe mir noch einmal die Liste angeschaut der Dinge, die ich brauche, um hier meine Mysterious Magnets zu bauen. Es waren 3500 Diamanten, die ich dafür benötige. Jetzt besitze ich die leider nicht so auf Anhieb und kann mir die so locker aus dem Ärmel schütteln. Das klappt nicht so gut. Deshalb habe ich ein kleines Problem. Ja, und ich habe das nächste Problem ist, mir geht der Gravel aus. Deshalb, ja, scheiße. Gravel. Ja, Gravel geht aus. Okay, also ich sollte mir nochmal zwei Igneous Extruder nehmen. Gepaart mit zwei Pulverizern. Pulverizer, die ich nicht mehr habe. Na, Gott sei Dank. Scheiße. Okay, zwei Pulverizer dazu. Und was nicht zu vergessen ist, sein sollte, könnte, müsste, haben wollen, sein, wäre dann auch, dass man bitte noch, ja, was will ich jetzt, was laber ich wieder für einen Schwachsinn, ey. Ich brauche noch ein paar Import-Buses. Import. Basic. Dankeschön. Okay, das habe ich alles. Let's go. Allora. Allora, let's gora. Wir setzen hier die Igneous Extruder ran. Die ja glücklicherweise hier automatisch versorgt werden. Das ist ja... Scheiße. Mann. Mir geht's doch heute eh schon nicht so gut, weil ich gestern etwas zu tief ins Gläschen geschaut habe. Was vielleicht nicht die schlauste Idee des Samstags war, aber... Wenn Freunde fragen, hey, willst du mitkommen, ist Weihnachtsmarkt? Ja, und dann sitzt du da und denkst dir so, warum? Warum habe ich das getan? Kennt ihr das? Nein, hoffentlich nicht. Kommt darauf an, seid ihr über 18, kennt ihr es vielleicht? Oder sagen wir 16. Auch mit 16 kann man sich schon so besinnungslos saufen, dass man... Ja. Hör mal auf damit. Böses Thema, YouTube, Bildungsinitiative, das Paarungsverhalten von männlichen Elefanten über 35 ändert sich signifikant mit dem mit der Größe der Geschlechtsteile. Das Thema ist jetzt aber auch nicht wirklich besser. Und ziemlich... bei den Haaren herbeigezogen und gelogen und ja. Schweinkram! Nicht. Okay, bitte kein Schweinkram. Kein Schweinkram bitte bei mir im Let's Play. Das wollen wir hier nicht. Das ist nicht das, was wir hier auf YouTube sehen wollen. Schweinkram ist hier absolut verpönt. Oh, Titten-Thumbnails, wer hat das gesagt? Nein. Sowas gibt's hier nicht. Sowas wollen wir hier gar nicht erst sehen. Wir wollen doch viel lieber Gravel sehen. Schauen wir auf den Gravel, wie er steigt oder sinkt. Wir sind bei 170. Fallen wir über 170, unter 170 oder steigen wir ganz gemächlich an? Ah, ich sehe 4, ich sehe 5. Wer bietet mehr? 5, 7. Wir haben 7. Okay, anscheinend steigt die Zahl. Ich werde das beobachten und mir später dann auch nochmal zu Gemüte führen. Okay, also bei dem Kletterradatsch hier, wie sieht es da eigentlich so aus? Haben wir da nochmal hier so Zeug? Oh, wir haben noch Zeug, okay. Zeug wäre da. Freudige Nachricht. Freude, schöner Götterfunk, Tochter aus Elysium. Wir mit der Demo trunken, hoppi, bla bla bla, blub blub blub, blub bla 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 bla, da schwimmt was in meinem Redstone. Okay, die Kühe sterben. Lautstark würde ich jetzt mal behaupten. Hallo, Werte. Okay, die eskalieren hier so grandios. Die haben hier auch irgendwie, habe ich das Gefühl, ein bisschen gefarmt. Oder auch nicht. Oder vielleicht auch ja. Hallo Elvis! Ja, Elvis the Pelvis mit der Musikbox. Grandios. Grandiotastisch. Ich bin begeistert. Die Kühe eskalieren hier noch ein wenig. Wobei ich bei den Kühen hier eigentlich auch mal das Ding hier ausschalten könnte, oder? Oh Gott, ich habe ja Ehren in der Hand. Das sollte ich nicht tun. Dankeschön. War schön mit euch. Wo ist jetzt der Gerät? Da ist der Gerät. Der Gerät, der hier dafür sorgt, dass hier die Kühe vollkommen eskalieren. Wie viel Weizen habe ich eigentlich noch? Nicht, dass mir der Weizen ausgeht. Das wollen wir doch nicht. Das Ding hatte ich nie wieder fertig gebaut. Nee. Ich weiß auch nicht mal, warum ich das nicht mehr gemacht habe und wofür ich das gebraucht hätte. Man weiß es nicht. Wheat. Genau, das wollten wir jetzt gerade. Wheat. Wir haben noch 47k. Das sollte ein Stückchen reichen. Glaube ich. Okay. Wall of Quests.
Bragging Rights, Bee Domination. Wir brauchen mehr Bienen. Okay, und Vanilla Lover, wir brauchen einen T-Filter. Bragging Rights, Cobblegen läuft schon. Bragging Rights, Mine Factory Reloaded Chunk Loader. Oh ja, das Scheißding. Genau, und die Excel-Bälle für die Magnets haben wir tatsächlich gemacht. Aber ich lasse nochmal hängen. Okay, also, mehr Bienen, beziehungsweise Bienen gucken. Wie viele Bienchen hätten wir denn da aktuell? Wir haben ja bei den Bienchen noch das kleine Problem der fehlenden Blumen. Blumen! Wie viele haben wir jetzt gerade? Also, wir sind da bei den Forest. Forest, Lost Forestos Bienchen. Gerade gar nicht so viele hier. Die Forest Drones, die sind da ziemlich in der Unterzahl. Okay, was ist da los? Ach, die anderen hatte ich doch, glaube ich, hingesetzt, um Spaß zu haben. Also, die werden automatisch gezogen. Okay, also, wir sind dann damit bei Bragging Rights, glaube ich. Ne, das ist nicht Bragging Rights. Das hier ist Bragging Rights, bitte. 6% Submit. Immer noch 6%. 6.000 von 100.000. 6.700 immerhin. Oh, da sind zwei dazugekommen. Okay, das scheint in Arbeit zu sein. Würde ich jetzt behaupten. Also hier tut sich was. Das ist erfreulich. Da bin ich dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Gut, die anderen lassen wir jetzt mal so arbeiten. 6%. So, was haben wir hier? Wir müssen jetzt unseren Altar hier wohl oder übel mal auf Tier 4 aufbauen. Habe ich das richtig? Habe ich das etwa richtig? Mit unserem Decker auf Sacrifice. Und bei der Geschichte hier oben, da könnte ich mich nochmal drum kümmern, dass das hier mal ein bisschen effizienter aufgebaut wird. Mit unseren Hühnchen hier. Nicht wahr? Da können wir mal eine vernünftige Breeding-Station bauen. Das ganze Ding hier ein bisschen größer machen und schöner und so. Oh, ach, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht es eigentlich hier mit den Endermännern aus? Oh, das hört sich produktiv an. Das hört sich aber verdammt produktiv an hier. Heilige Mutter Gottes, hallo, guten Tag. Würden Sie bitte sterben? Alter. Also ich glaube, unsere Enderperlenversorgung ist gesichert. Was macht ihr da oben denn schon wieder? Und wieso seid ihr vergiftet? Scheibenkleister, wieso tut ihr das? Nein. Tut das doch nicht. Lass das doch sein. Oh shit. Oh shit. So wie. Oh shit. Heilige Scheiße. Stop, Käthe. Mach mal kurz Pause. Darf ich da mal kurz ran? Moving adults. Stop. Move deine Babys. Aber nichts anderes, bitte. Okay. Die schieben sich hier, glaube ich, schon automatisch weiter. Aber. Warum in drei Teufelsnamen ist da gerade, hat das da nicht funktioniert? Hat das da, ach, deshalb, Scheibenkleister. Ah, weil er nur den ersten Slot nehmen soll und so. Weil dann hier, schon leer war, beziehungsweise voll und so. Und dann, ja, Arschkarte, ging nicht schnell genug. Das ging einfach nicht schnell genug hier. Und jetzt sind mir hier sämtliche, Bells hier, glaube ich, verreckt. Aber ich konnte ich jetzt einsammeln, alle oder nur ein paar vielleicht oder auch nicht. Hi. Guten Tag, werte Kühe. Jetzt kommen da noch ein paar Kinder an, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Kinder nerven zwar auch ein bisschen, aber ja, egal. Gut, sehr geehrte Kinder, würdet ihr weitergehen? Hier haben wir noch ein paar Conveyor Belts, sonst irgendwo welche ohne Fahrschein? So ein paar Conveyor Belts, die hier noch frei sind. Hätte ich gerne. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen. Bewegt euch. Okay, also. Für renitente Kühe gibt es nur eins. Die Axt! Okay. Jetzt fehlen mir hier aber. Ach nee, es sind tatsächlich alle 8 Conveyor Belts haben sich eingefunden. Wir haben uns heute hier eingefunden, um die Vermählung von den Conveyor Belts mit den anderen Dingern zu feiern. Das ist eine sehr freudige Nachricht. Ich bin sehr glücklich über diese Verbindung, die hier eingegangen wird im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut. Um Gottes Willen, die Kühe. Um Gottes Willen, die Kühe. Okay, also, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte mir noch einen Conveyor Belt holen. Danke. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Moin. So, ich könnte aber auch einfach mal sagen, hier, hört auf damit.
lasst es einfach sein. Wir können jetzt hier einfach mal stoppen, bevor ihr hier noch mehr Scheiße baut. Jetzt wird jetzt einfach nichts mehr gemacht mit den Kühen. Die Kühe haben jetzt hier ihre persönliche Bespaßung durch das lustige Herumfliegen und ein bisschen Auslauf. Das ist jetzt quasi die Auslaufstation. Lasst mich da mal ran. Dankeschön. Und schwupp sind die Tiere weg. Njams. Jawohl, ja. Gut. Njams funktioniert. Okay, also wir können jetzt erstmal Pause machen, weil die Quest jetzt eh nicht aktiv ist. Dementsprechend machen wir hier auch mal Pause. Oh, die Kühe kriegen dann auch keinen auf den Sack, oder? Nee, da passiert aber nichts. Das sieht gut aus. Okay. Die Zeit rennt. Time is running. Wie viel... Oh, ich verhungere gerade. Ha, lalala. Okay, weg, weg. Wall of Quest. Ich wollte da jetzt wieder nochmal kurz ein Sign hinbauen, weil mir gerade noch eine Idee gekommen ist, was ich in den nächsten 2000 Folgen noch machen könnte. Und zwar die Hühneropfer effizienter gestalten. Hühneropfer effizienter, okay. Wie sieht's aus in Sachen Mehl? Gut. Würde ich sagen, wir können hier uns noch mal so ein paar Sachen nehmen. Sehr schön. Einmal einen Orangensmoothie. Mmh, deliziös. Ein paar Pancakes. Sowieso. Dazu noch ein Papaya Jelly Sandwich. Oh, Baby. Und hier Peanut Butter and Jelly. Feine Sache. Das letzte können wir wieder reinwerfen. Okay, so, wie bauen wir das jetzt effizienter? Wir können natürlich hier Conveyor Belts nutzen. Wir wissen ja jetzt, dass es Conveyor Belts gibt. Und hier eine vernünftige Breeding Station bauen. Aber wie wir das denn jetzt insgesamt gestalten sollten, das ist jetzt die große Frage. Wie können wir das am idealsten gestalten? Vor allem, wenn ich hier später denke, ich muss mir hier so ein Tier 4 Altar hinbauen. Das könnte schon ein bisschen, um Gottes Willen, werden. Also wir haben hier jede Menge Runen, sowieso. Wir brauchen eine ganze Menge mehr. Rune of Sacrifice zum Beispiel. Oder die auch die Blood Runes. Die brauchen wir auf jeden Fall einen Haufen von. Stirb. Ja, gut. Ich sollte mir vielleicht hier die Kühe... Jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, wie viele Enderperlen ich jetzt eigentlich habe. Lalalala. In der... Oh, 1800. Also das reicht. Wie sieht es aus in Sachen Gravel? Sieht gut aus. Und in Sachen Diamanten, Not gegen Elend. 207. Oh, geil. Wir haben jetzt in der letzten ganzen Folge 10, 20 Diamanten gehabt. Geil. Nicht! Scheibenkleister. Okay. Also, wir brauchen ein Tier 4 Altar. Habe ich gehört. Ich brauche erstmal meinen Decker auf Sacrifice. Meinen sakrifizierten Dolch. Hier, den hier. May cause damage. Ja, soll. Ja, bitte. Bitte cause etwas damage. Und ich sollte vielleicht auch mal meinen Divination Sigil. Nee, wie hieß das Ding hier? Sigil of Green Wave. Divination Sigil. Das ist, glaube ich, die richtige. Das gedönen sie hier. Okay, wir haben aktuell in unserem Tier 3 Alter. Oh, wir haben schon Tier 3. Und das Tier 4 ja gar nicht mehr so weit. Current Essence 4400. Dann können wir noch mal so. Map. 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 Tot. Map. Tot. Okay. Also Map läuft. Was ich jetzt noch machen könnte, ist hier vielleicht mal noch so einen Sauger hinbauen, dass das hier so ein bisschen einfacher geht, ne? Wisst ihr. Okay. Also wir haben jetzt hier erstmal wieder ein bisschen mehr drin. Aktuell 6400. Okay. Tier 4, Alter. Jetzt wollte ich, was wollte ich gucken? Ich wollte einmal gucken, was brauche ich nochmal um den, oh, wie heißt das scheiß Ding, dass ich noch bauen muss, den Chunk Loader, hier, das Ding, dafür brauche ich das Tesseract, hä? War da nicht was, dass ich da was brauchte? Was war denn das, wofür ich das Ding nochmal brauchte? Blood Magic Adept, gut, ich brauche eh die dicken Orbs und so. Das sowieso. Das ist ja auch noch ausstehend. Thorncraft, frag lieber nicht. Das Ding will ich auch lieber nicht wissen. Vanilla Lover, hier, ach genau, der Beacon war das Problem. Der Beacon.
das Gesumse hier. Dafür brauche ich ja den Nether Star, den ich ja so nicht herstellen kann, weil das nicht funktioniert. Genau, weil es den hier einfach nicht gibt. Ja, deshalb muss ich den anders machen im Tier 4 Altar mit 400.000. 400.000! Heilige Scheiße! Okay. Dafür brauche ich jede Menge Rune. Rune of irgendwas. Rune of Augmented Capacity. Okay. Also entweder die Rune of Sacrifice hier mit den Reinforced Slates. Und Fluxed. What? Okay. Blood Runes. Mit den Blank Slates. Das sieht doch besser aus. 1000 im Tier 1 Altar. Das sieht doch viel besser aus mit einfachem Stone. Ich glaube, das wird mein Ding hier um hier Dings und so. Ihr wisst schon, Rune of Sacrifice haben wir, glaube ich, aus der Quest bekommen. Okay, jetzt muss ich immer noch dafür sorgen, dass hier die Hühner mal ein bisschen, ja, entweder eskalieren. Nee, eskalieren sollten sie lieber nicht, das wäre gar nicht so gut. Was will ich tun? Ich möchte gerne hier einmal den etwas umbauen, hatte ich ja schon gesagt. Frage ist, wie will ich es umbauen und wie will ich das steuern, wie will ich das machen? Oh Mann, ich hab keine Ahnung. Vor allem müsste ich die Hühner dafür erstmal wegziehen. Es sind etwas viele Hühner hier aktuell. Ich bräuchte dann mal zwei... gut, ich kann auch einfach Eier nehmen. Wie viele Eggs habe ich noch? 87, okay, da kriege ich genug Hühner raus. Da kriege ich ja bei weitem genug Hühner raus, jetzt komm. Dann kann ich da oben mal ein kleines Massaker veranstalten, beziehungsweise die mal runterlassen. Komm mal her, du. Hey, du. Guck mal, runter da. Hier gibt es den guten Korn. Habe ich da noch was drin? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann brauche ich mal ein paar Seeds. Seeds. Wir sind Seeds. Und das ist unser Gebiet. Seeds. Go. Ja, also diese Seeds hier, die nehmen wir uns. Und ärgern die Hühner ein bisschen, indem wir hier runtergehen. Lalala, guck mal, Hühner. Njams. Komm her. Na los, komm schon. Komm schon. Jetzt komm schon. Guck mal hier. ihr wollt nicht? Okay, oder ihr könnt nicht. Das ist jetzt dann die eine Frage der, ja. Oh, warum? Du siehst ja schon gut aus. Warum? Hallo. Ja, guten Tag. Okay, ich sollte das Ding hier vor allen Dingen so geschlossen machen, dass die hier nicht in diesen blöden Zaun reinbacken. Okay, der ist frei. Juhu. Stirb. Bist du jetzt auch wieder frei? Und ihr hier, was seid ihr? Seid ihr frei? Seid ihr es nicht? Seid ihr freigeistige Hühner? Könnt ihr euren eigenen Willen verleben oder seid ihr in der Käfighaltung gehalten? Ihr seid in Käfighaltung gehalten. Wieso frage ich eigentlich? Okay, tot. Ja, warum müsst ihr alle sterben? Das ist die gute Frage. Okay, ist tot. Und bei euch habe ich jetzt auch keinen Bock, noch ewig zu warten, bis ihr euch entscheidet, um runterzuspringen. Dann seid ihr halt auch tot. Okay, hier hätten wir nochmal... Guten Tag. Ein totes Hühnchen. Und jede Menge Eier. Sowieso. Hi, auch du, Brutus. Stirbst bitte. Und dann haben wir nochmal Brutus 2 und Brutus 3. Okay, noch jemand ohne Fahrschein hier. Hier sind ja zigtausend tote Hühner. Sachen. Vielleicht, weil ich gerade zigtausend tote Hühner produziert habe. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Okay. Jupp. Und jupp. Okay. Jetzt müsste ich hier mal kurz den Hühnchen hier beibringen, dass sie kurz sterben müssen. Es tut mir leid, liebe Hühner. Aber es geht nicht anders. La 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 la. Stirb, 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 stirb. Okay. Upsi. Okay. Ist tot. Und schon haben wir hier eine volle Essenz-mäßiges Dings. Cool. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt eine kleine Pause und in der nächsten Folge bauen wir hier mal ein bisschen um. Bauen hier mal das ganze Gesumse hier ein bisschen um, dass wir da wieder klarkommen. Okay, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.